Jo Leute, und was geht ab? Willkommen zurück zu einer neuen Folge ARK. Ja, in der letzten Folge haben wir, wie ihr hier links im Bild seht, unseren High-Level Tarantino gezähmt. Den Kerl müssen wir jetzt erstmal irgendwie heimbringen. Und ja, da ich jetzt nicht unbedingt am Rande des Redwoods oder im Sumpf vorbei will, schnappen wir uns hier unseren... Halt. Ja, genau, unseren Petri. Steigen auf den Agentavis und fliegen erstmal zurück zur Base. Denn wir brauchen jetzt dann doch mal Kryobots und vor allem einen Sattel für den Terry. Ansonsten macht das Ganze nicht so viel Sinn. Ja, kommst du? Ja. Der ist mit am Start. So, erstmal auf die Karte gucken, ob wir überhaupt richtig fliegen. Ja, der Weg ist jetzt nicht allzu weit. Okay, Leute, wir sind schon an der Base und... Wow. Okay, das ist neu. Wie ihr hier seht, ist das ein Schubser oder ein Bronto? Ich weiß es gerade gar nicht. Ne, ein Bronto müsste es... Ja, genau. Wir haben ja einfach mal ein Bronto Level 76 an unserer Base stehen. Ja, wo ich mir gerade ehrlich überlege, ob wir den nicht zähmen sollten. Ich bin zwar kein Bronto-Fan, aber Level 76, so nah vor der Base, also der ist fast geschenkt, würde ich sagen. Oh, was war das? Achso, nur die Dilophosaurus. Das ist nicht schlimm. Ja gut, ich würde vielleicht echt versuchen, den jetzt zu zähmen. Einfach mal so, dass wir einen haben. Eigentlich war das nicht das Ziel der Folge, aber scheiß drauf. Wann halten wir mal unsere Ziele ein? So, von daher können wir das jetzt auch mal in Angriff nehmen, kurz. Ich meine, der verliert, glaube ich, auch nicht so viel Torpor, da... Den können wir auch eine Zeit lang liegen lassen, ohne dass was passiert. Außer der holt uns jetzt ein. Hä? Ich habe den noch getroffen, oder? Okay, wenn ich Glück habe, da oben an der Klippe, da kommt er nicht hoch, weil er einfach zu blöd ist und vorher stehen bleibt. Ja, dafür muss ich mich ein bisschen beeilen. So, okay, jetzt keine Pfeile, wir rennen einfach mal hoch, damit es schneller geht. Wow, 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 da ist ein Terry. Das wäre nicht so gut jetzt. Okay, solange der Terry fern bleibt, aber ich weiß auch nicht, wie der Bronto jetzt hier hochgittert. Oh shit, wir sind den Felsen runtergebacken. Okay, wir haben nicht mehr viel Spielraum zum Laufen. Okay, der müsste eigentlich schnell runtergehen. Also ich glaube jetzt nicht, dass der lange braucht. Außer er haut uns jetzt. Das wäre ein bisschen blöde. Aber er flüchtet schon von uns. Also wir brauchen jetzt, glaube ich, keine Gedanken uns machen, der ist schnell wieder weg. Oder? Kommt er wieder? Ja, er kommt wieder. Ich hasse das, wenn bei denen das aussieht, als ob sie flüchten, dann kommen sie doch wieder angerannt. Na komm, falle um. Ja, okay, im Prinzip. Also mit dem Terry haben wir ja schon begonnen, uns High Level. Boah, das ist so laut hier gerade. Uns High-Level-Farmtiere zu sammeln. Terry, der ist für Holz zuständig. Der Bronto wäre dann für Wärme und sowas zuständig, was sehr wichtig ist, gerade mit Narkowärmezeug. Ja, der letzte Bunde, den wir vorerst am brauchen werden, wäre ein Ankylo oder diese, wie heißt die Rollmaus? Keine Ahnung. Ja, da sagt er mal kurz Hallo uns.
Fall einfach um. Wir warten einfach mal, vielleicht muss der Torwart auch so ein bisschen wirken. Wir haben jetzt nicht mehr allzu viele Pfeile. Na komm! Fall um! Ja, jetzt steckt er. Ich wollte gerade sagen, jetzt steckt er wenigstens fest und bewegt sich nicht, aber nein. Ist er jetzt auf 5 Minus? Könnte fast sein. Ja, der Haupt. Jetzt kommt er doch wieder zu. Das Gute an Montes ist, die kann man halt sehr gut treffen, weil sie sehr fett sind. Ich weiß jetzt gerade auch nicht, Fluchtmodus oder einfach nur verwirrt. Keine Ahnung, kann man nicht sagen. Wir werden es gleich sehen, wenn er hoffentlich mal umfällt. Mal kurz den Topper wirken lassen. Die Kampfmusik ist weg. Ich weiß jetzt gar nicht, ob das ein Zeichen ist dafür, dass er jetzt den Kampf aufgegeben hat. Aber er haut ab. Ich glaube, der liegt gleich. Solange du nicht vom Wasser liegen bleibst, also im Wasser liegen bleibst, ist alles gut. Okay, wir haben noch 2 Pfeile. Könnte knapp werden. Ich glaube, ich habe noch die Betäubungspfeile für die Armbrust, aber so, das war's auch. Dann müssen wir doch die Armbrust nehmen. Ey, weg vom Wasser! Du bist zwar fett genug, um dich da zu ertrinken, aber trotzdem. Okay, sogar mehr Schaden. Ja, Leute, er liegt. Perfekt. Okay, du bist ein Pflanzenfresser, das heißt, du möchtest wahrscheinlich Mejo werden. Der Torbohr geht jetzt auch nicht so krass schnell runter, also wir können uns einen Moment Zeit lassen. Ja, Brutus sind halt auch so irgendwie so unpraktische Tiere, um irgendwo lang zu laufen. Die haben wenig Stamina, die sind sehr langsam, die kommen nicht vorwärts. Aber die farmen halt sehr gut. Besser als unser Trike hier. Deswegen würde ich dann lieber auf den Bronto umsteigen zum Farmen. Hätte jetzt auch nicht unbedingt so ein High-Level sein müssen, Hauptsache der bringt irgendwas. Aber gut, jetzt haben wir ein gutes Level. Nehmen wir halt so, wie es ist. Einzige Problem, wir müssen an den Terry denken, der steht da ganz alleine. Nicht, dass der irgendwie getötet wird, weil irgendjemand oder irgendetwas durch das Tor durchschaut und unser Terry sich nicht verteidigen kann. Das wäre natürlich ein bisschen scheiße. So, hier. Narkosebären haben wir nicht genug. Aber... Ach, die ganzen Bären habe ich im Terry gelassen. Shit. Ja, okay, dann müssen wir hier... Wo ist er? Mal ganz schnell mit dem Track nochmal los. Also normale Bären farmt er ja ziemlich gut und wir brauchen ja nur Mejo-Bären. Und selbst für den Terry haben wir nicht so viel gebraucht an Mejos. So, wir haben jetzt schon... 300 noch was, das reicht eigentlich. Würde ich jetzt mal behaupten. Aber wir sind hier ganz in der Nähe, von daher im Notfall können wir das Ganze auch schnell nochmal nachfarmen. So, das packe ich ein. Hier die 400 Metros, die können wir auch schon mal verarbeiten. Da wir für den Terrazino auch ziemlich viel Narkosemittel gebraucht haben, also jetzt nicht unbedingt ziemlich viel. Weniger als ich erwartet hätte, aber trotzdem. So, je nachdem, wie schnell das
wenn der Kotick jetzt runtergeht, würde ich den vielleicht sogar mit Jonah runterhungern lassen. Oh ja, das dauert eine halbe Ewigkeit. Okay, Leute, wir können uns in aller Ruhe unseren Terrazino-Sattel craften, hinfliegen, uns den Terrazino holen. Und alle sind glücklich. Und dann fangen wir an mit der Zähmung von Bronto. So. Okay, was hat ich jetzt... Also erstmal sollten wir den Sattel auch mal freischalten. Wo ist er? Hier. Was brauchen wir denn? Ja gut, das kriegen wir locker zusammen. Wir müssten eigentlich schon direkt craften können. Hier. Ja, können wir. Ah, dann lasse ich auch gerade hier das ganze Zeug hier, was wir nicht brauchen. So, den Sattel packen wir ein. Das Narkotik, was überflüssig ist, bleibt hier. Und... Ja, wo ist mein Petri? Da. Der schnellste Vogel, den wir haben. Den wir noch ein bisschen auf Ausdauer leveln, dann ist er noch schneller da. Ja, komm, hol nicht rum, wir müssen los. Oh shit, Leute! Wir haben was vergessen. Was ganz Wichtiges. Was bringt uns der Sattel, wenn wir das Tier nicht transportieren können? Und ich sehe auch gerade, der Petri ist ziemlich ja, überlastet. Ich glaube, es macht jetzt keinen Sinn, mit dem loszufliegen. Ich weiß auch nicht, ob die Kryokapsel an Gewicht zulegt, wenn was drin ist. Deswegen. Nein, irgendwas Interessantes. Nein, der hat nichts Interessantes. Ja, shit, wir müssen aber erstmal eine Kryokapsel irgendwo craften. Gut, das ist das nächste Problem, aber. Halt. Achso, wir haben kein Benzin drin. Das ist auch so ein Problem. Okay, hier ist alles durch. Benzin packen wir ein. Kommt hier rein, einschalten. Verbundmaterial, Polymer, machen wir einfach mal. Ja, 27 sind viel. Ich gucke noch mal ganz kurz, wie viel wir überhaupt brauchen. Halt. Nee, Quatsch. Wir brauchen ja die Kryokapsel. So, Polymer 8, also 16 Stück bräuchten wir. So, 16. Ich in der Zeit schon mal das andere Material, was wir dafür brauchen. Ja, es geht ganz gut vorwärts. Also es dauert nicht zu lange, das zu craften. Eine hätten wir schon mal. Okay, so, alles am Start soweit. Dann schwingen wir uns auf unseren Argy. Und hoffen wir, dass wir unterwegs irgendwo einen Loot Drop finden. Da hinten wäre einer. Ich gucke nochmal ganz kurz nach unserem Bronto. Jo. Also bis wir da nachfüllen müssen, ist der wahrscheinlich schon runtergehungert genug. Das können wir ignorieren, wir haben Zeit. So, dann ab zum Loot Drop. Okay, Freunde, da vorne ist der Drop, der ist jetzt schon eine Zeit lang unten. Ich hoffe, dass er uns jetzt nicht von der Nase wegspawnt. So, wie viel hat er? Ja gut, 60, das passt vollkommen. Polymerfasern, Kristall, ich packe mal alles rein. Ich weiß nicht, was wir brauchen dafür. Jo, können wir zwei Stück. Sehr gut. Okay. 30 Tage. Oder?
Ja, genau. 30 Tage ist er jetzt quasi haltbar, einen Monat. Und da das Spiel ja immer pausiert, wenn wir offline gehen, da es ja Singleplayer ist, wird das Teil wahrscheinlich sehr, sehr langsam zerfallen. Ich wollte noch eins. So, okay, jetzt haben wir alles, was wir brauchen. Ich nehme auch noch mal hier das ganze andere Zeug mit. Kann man ja eventuell immer gebrauchen. Hier unser Argy kriegt noch ein bisschen was auf Ausdauer. Und dann geht's los. Wo lang müssen wir? Ja, gute Frage. Aber ich glaube, hier so gerade die Karte hoch fast. Ja, doch, sieht gut aus. Im Prinzip hier hinten die Klippe, wo wir jetzt direkt drauf gucken. So Leute, wir sind auf der Insel angekommen und hier sind gerade zwei Techsaurier. Mach ich mal kurz Pause, weil die würde ich gerne killen. Das Material, was bei denen rauskommt, das ist eigentlich ganz nützlich, gerade weil wir es jetzt am Anfang sehr schlecht craften können, ohne jetzt hier groß krass zu farmen und alles. Deswegen hole ich mir die jetzt mal einfach so. Ich kann die ja grabben. Ganz easy. So. Wo ist der nächste? Der ist jetzt hoffentlich nicht runtergefallen oder so. Natürlich fallen die. Warum fallen die alle runter? Genau, ins Wasser auch noch. Wählt schon ein bisschen mehr aus. Da kommt ein kleiner Kombi. Der kriegt auch aufs Maul. Ja gut, weiter zum Terry. Der ist ja jetzt hier gleich um die Ecke. So, hier den normalen Parasaurus brauchen wir jetzt nicht töten. So, gibt es hier noch irgendwas, was wir zwischendurch so mitnehmen könnten? Aber nee, das sind zwei Schildkröten. Es dauert mir jetzt zu lang, mich mit denen zu battlen. Hier ist unser Gehege. So, gut. Jo, Terry, du kriegst deinen Sattel angezogen. Bist, hast schon 5 Level plus, das ist nice. Hier den Kryopod lege ich mal da drauf. Aber bevor es jetzt offiziell losgeht, reiße ich mal hier ein paar Wände ein. Denn wir wollen den Kerl auch austesten. Der soll ja auch. Also der ist ja auch kampftechnisch ziemlich gut. Und hier hinten läuft ein anderer Terry rum. Aber ich sollte vielleicht mal gucken, was für ein Level der hat. Bevor wir jetzt hier Stress schieben. Ich glaube, so Terrys könnten uns auch für die letzten Bosskämpfe irgendwann sehr hilfreich sein. Ja gut, der hat Level 16, das ist easy going. Ja, wie gesagt, ich hole hier die Explorer Note schnell. Ah, keine Zwischensequenz, auch gut. Was kann der überhaupt? Man könnte kann beißen, so wie es aussieht, und mit den Krallen hauen. Ja gut, das können wir jetzt mal austesten. 1645 Einschlag. Das ist nice, das ist richtig nice. Jo. Wenn wir es jetzt ausnutzen und noch ein paar extra Gegner finden, dann. Na, hier können wir auch noch. Also der drei Attacken quasi, aber. Die dritte ist genauso stark wie die zweite, von daher brauchen wir das jetzt nicht unbedingt. So, wir gehen auf Gegnerjagd. Unser Vogel dürfte sich ja wohl gut selbst verteidigen können. Hier ist ein Tigo, den hauen wir um. Ja, wir können sogar Fleisch farmen, das ist auch nice. Da ist noch ein Terry. Was hat der? Der ist Level 20, auch easy going. Ja, der macht 47 Schaden. Auch nicht viel. Okay,
Okay, den Namen von dem Terry hier muss ich nur mal so ein bisschen verändern. Ich hätte gerne das mit Scherenhänden ausgeschrieben. Aber nicht jetzt, dann verschwenden wir Zeit für die Level-Ups. Das wäre Verschwendung, deswegen machen wir das nicht. Oh, und da unten ist eine ziemlich große Gegnergruppe. Also mehrere Dinos. Die nehmen wir mal alle mit. Den hier können wir auch killen. Kommt allein, ich mach euch blöd. Da ist noch ein Mini-Dino. Ist das ein Trodon? Boah, ich hasse die Viecher. 120, okay, den hätten wir uns mitnehmen können. Aber gut, ist jetzt zu spät. Ich habe auch eigentlich noch nie einen Trodon gezähmt. Ich weiß nicht, ob die ganz normal zähmbar sind oder ob man da was beachten muss, keine Ahnung. Aber irgendwann werden wir es auf jeden Fall in Angriff nehmen. Ah, das sind Patchies, da kommt ein Looter. Muss ich auch aufs Maul. Jeder hier. Okay, wir sammeln auch gerade gut Fleisch. Und Holz nebenbei. Da ist noch ein Terry, der gerade verschwunden ist hinterm Baum. Wir sind jetzt, glaube ich, komplett falsch gelaufen. Hoffe ich zumindest mal, weil ansonsten ist der Raptor ziemlich nah an unserem Agentarwissen. Das ist nicht gut. So, wo sind wir hier? Hier unten. Ja gut, jetzt, ich muss mal gucken, klappt das hier mit dem Force-Feeden oder eher nicht so? Scheint nicht so zu sein. Jetzt regnet es auch noch. Ja, vielleicht frisst er doch nicht. Nee. Gut, ist jetzt ein bisschen blöder. Ja, so ein Terry Level 108, wenn es jetzt noch ein weiblicher wäre, wäre es ziemlich geil. Dann hätten wir gleich direkt zwei zum Breeden, aber ja, ich weiß es jetzt nicht und deswegen lassen wir es auch erstmal so. Und wir haben auch genug gelevelt. Erstmal wegschmeißen, was wir nicht mehr brauchen. So, das muss ich auch nochmal zusammenpacken. Das nehmen wir mit, das nehmen wir mit, das. Und vielleicht den hier noch. Das hier und der Rest kann eigentlich hier bleiben. Okay, dann packen wir den Terry jetzt in unseren Kryopod. Der Pokéball für Anfänger. Okay, Freunde, es regnet zwar stark und wir sehen kaum was, aber die Landzunge unserer Base ist schon in Sicht. Muss ich nur mal gucken, ich glaube, da links über der Agentarisch-Schulter liegt auch der Bronto. Ja, das sieht nach einem Bronto aus. Ja, ist er sogar. Okay, mal schauen, wie weit du jetzt bist mit dem Torpor. Ja, okay, Torpor ist fast gar nicht runter. Hunger dafür auch nicht so wirklich. Ja, wir haben noch massig Zeit. So. Pack's doch mal hier. Oh, wir haben unseren Fabricator nicht ausgeschaltet. Immer ziemlich doof. Da das hier alles Benzin kostet. So, hier sind sie, Terry. Das ganze Material erstmal wieder hier rein. Hier Stein brauchen wir alles nicht. Das
das Holz falsche. Hier Holz, Leder, Chitin. Narkobären können wir mitnehmen. Erhalt es. Das war ja eine Trophäe und kein Verbrauchsgegenstand. So. Die Trophäen packen wir hier rein. Ich habe ein bisschen Bauteile. Was habe ich jetzt wieder aus Versehen? Ah, hier. Das weg. Das können wir auch ein bisschen schieben. Dann lege ich beide Kryopods einfach mal hier auf die Schnellauswahl. Was geht denn jetzt ab? Ah, der Dilo, den ich eben gesehen habe. Jetzt hängen natürlich alle Dinos wieder ineinander fest. Was ich nicht so mag, denn wenn wir mal schnell einen brauchen, muss man die erstmal auseinanderfriemeln. Was ist da hinten? Ich wollte gerade sagen, wo ist der Argy? So, hast du noch irgendwas hier gehabt im Inventar? Das hier. Okay, Steinpfeile können wir auch nochmal mitnehmen. Fasern sollten wir auch mitnehmen. Der Rest kann alles weg. Hier das verdorbene Fleisch können wir auch schon mal wieder lagern. Er hat mir. Achso, ich glaube, ich hatte da schon was zwischendurch gelagert, aber ich bin mir gerade auch nicht mehr sicher. So. Fasern, hier Feinstaub, Elektronik, Chitin. Ist das alles. Da konnten wir noch nicht mehr viel machen. Jo, im Prinzip heißt es jetzt eigentlich abwarten. Ja, wir müssen jetzt warten, bis der Bronto hier halbwegs runtergehungert ist. Also in der Zwischenzeit würde ich vielleicht nochmal, ohne dass ich es jetzt mitkriege, damit es nicht zu langweilig wird, ein paar Narkobären sammeln, denn wir haben ja schon einiges Fleisch zusammen, was alles auch verdirbt und wir gut zu Narkosemittel verarbeiten können, denn wir brauchen ja auch wieder. So ist es nicht, das Zeug brauchen wir immer und meistens auch in größeren Mengen. Gerade wenn wir die High-Level-Tiere oder Dinos zählen wollen. Also von daher, Leute, macht's euch gemütlich und wir sehen uns gleich wieder. So Leute, ein bisschen Zeit ist jetzt vergangen. Ich war jetzt auch hier nochmal mit unserem Trike unterwegs, ein paar Bären zu farmen. Hab auch zwischendurch den Terry ein bisschen gelevelt und ja, ihr seht, wir haben hier jetzt fast 5000 Narkobären, das dürfte erstmal reichen für das, was wir hier gesammelt haben. So, packe ich mal rein. Wir haben. Ja, okay, wir haben 1700 Fleisch. Das ist schon einiges. Also, wir können fast 1000 neues Narkosemittel herstellen. Ja, also wirklich sehr nice. So, ich habe die Metro-Bären im Inventar. Dann fliegen wir mal schnell mit dem Petri, das geht schneller. So, unser Pronto liegt hier auch noch ruhig, schlafend und ziemlich friedlich. Ich hoffe mal, dass es weitestgehend runtergehungert. Ihr seht, es hat sich noch nicht allzu viel getan, außer die Bewusstlosigkeit. Die ist noch nicht mal zur Hälfte runter und ich habe noch kein einziges Mal gefüttert. Also, nachgefüttert bisher. Der Hunger bei ihm, ja, der geht halt auch ziemlich langsam runter, aber egal, ich hau dem einfach jetzt mal die Majors rein. Mal schauen, vielleicht klappt's auf Anhieb.
Also momentan steigt es ganz gut. Level plus 37. Ja, okay, der frisst halt wirklich nur in kleine Tappen. Das könnte jetzt ein bisschen dauern. Also ich würde auch nicht ausschließen, dass es noch trotzdem ein bisschen dauert, bis der fertig gezähmt ist. Wir werden gleich sehen. Derzeit schauen wir uns den Timer an, wie der hochtickt. Okay, kleiner Zwischenwert. Wir sind jetzt bei 50%. Ich gehe mal von aus, dass der jetzt... Ja gut, er muss noch einiges an Fressen nachholen, aber... Ja, so bei dem typischen 10 Glück wird er wahrscheinlich irgendwo so zwischen 80 und 90% stehen bleiben und danach erstmal satt sein. 62 haben wir jetzt. Ja, das könnte ganz gut hinkommen. Ja, wir warten ganz kurz noch ab. Ja, okay, Effektivität sind wir jetzt bei 99%. Wir sind zwar immer noch 37 plus Level. Es dürfte gleich auf 36 runtergehen, würde ich mal vermuten. Okay, die Zähmung steigt immer noch. Okay, jetzt sind wir im kritischen Bereich. 80%. Wir haben immer noch plus Level 37, aber... 85, 86, 87... Okay, es wird spannend, Leute. Okay, nice. Wir haben zumindest die 90%-Marke überschritten. Sind immer noch bei plus 37. Okay, es geht weiter hoch. Es geht weiter hoch. Wir könnten Glück haben. Und 97, 98, 99,4. Und bam, wir haben den Bronto gezähmt. Nice, okay. Ja, ist jetzt nicht gerade der niceste Dino, worüber man sich riesig freuen müsste, aber... Egal, wir haben jetzt einen, zuvor zum Kopfrechnen, ein Level 113er Bronto. Das ist auch schon was. Also Gesundheit fast 6000, Ausdauer ist für den Arsch mit 744. Nahkampfschaden an die fast 300. Das geht schon irgendwie so ein bisschen klar, finde ich. Ich weiß jetzt nicht, wie der jetzt reinhauen würde, aber... Ja gut, wir haben ein Bronto gezähmt, was für ein... Okay, du bist ein männlicher Bronto, dir gebe ich direkt mal einen Namen. Ja gut, ja, so lange Zeit zum Überlegen und jetzt fällt mir erst ein, dass ich überlegen muss. Einen Namen für den Bronto, ja, für einen männlichen Bronto. Jo, mir fällt nichts ein, Leute, schreibt es mir in die Kommentare, lasst euch irgendwas Lustiges einfallen und ja, das überlasse ich ganz euch. Und das war's für diese Folge, würde ich sagen. Also wir haben unseren Terry heimgeholt, wir haben einen Bronto gezähmt, wir haben noch eine jede Menge Narkosemittel jetzt zur Herstellung parat. Und ja, ich denke mal in der nächsten Folge, eventuell werde ich mir ein Ankylo oder ein, ach, diese Rollmops-Maus, wie heißt die? Keine Ahnung. Auf jeden Fall einen von den beiden Steinfarmen zähmen, damit wir halt materialtechnisch nicht mehr ganz so viel Stress haben. Und ja, Leute, erstmal danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Noch mehr würde ich mich über ein Abo auf diesen Button hier freuen. Und ja, schaut euch schon diese zwei Videos an. Teilt das Video mit euren Freunden. Sagt den Gaming-X-Biest ist geil. Schaut ihm seine Videos an. Und ja, Leute, wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge arg wieder. Macht's gut, Leute.